Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Family. Und wir sehen ja auch direkt unseren Raphael, der beim letzten Mal zum Teenager wurde. Und ich liebe ihn immer noch so sehr. Oh mein Gott. Und ich muss euch was sagen. Ich habe mich ja beschwert, dass Pebbles die Prinzessin nicht mehr existiert. She's back. Sie haben anscheinend den Bug mit DX11 gefixt. And I love it. Und mir ist im Schnitt wieder aufgefallen, dass ich schon wieder es nicht geschafft habe, die Aufgabe zu erfüllen. Irgendwie in letzter Zeit häuft sich das ganz schön. Tut mir sehr leid. Aber der Tag ist ja noch jung, deswegen können wir das auf jeden Fall nachholen. Wir müssen sowieso Raphaels Zimmer noch neu einrichten. Deswegen wird hier erstmal ganz viel verkauft. Ich finde das hier eigentlich noch fein. Das kann man eigentlich so lassen. Aber die Spielzeuge kommen weg. Das finde ich in Ordnung. Die Poster würde er, glaube ich, nicht mehr haben. Er könnte jetzt ja auch mittlerweile ein größeres Bett haben, würde ich sagen. Blau und gelb. Yay. Da kann man hier auf jeden Fall guten Schreibtisch hinstellen. Schön. Und ich dachte, man könnte diese Edelsteinkunde-Sache, beim letzten Mal haben wir ja gerollt, dass wir einen Kristall schleifen sollen, dass wir das mit Raphael machen. Aber es passt jetzt nicht in sein Zimmer rein. So, ich habe diese Videospielmatte jetzt erstmal nach draußen getan. Dann kann er hier halt dann dran arbeiten. Ich habe vergessen, dass es eine 15.000 Simoleon-Violine gibt. Ich glaube, diese hier ist gut genug. Also er kann ja auch mal ein paar Fotos aufhängen und dann die Ecke finde ich halt auch richtig süß. Okay, das sieht doch cool aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Schön! Oh, ich lieb's. Es fehlen nur noch die Fotos. Ein Foto fehlt noch. Vielleicht kann er ja mal ein Foto von seiner Schwester machen. Warum kann er kein Foto von ihr machen? Ich meine, wenn wir dafür die Kamera brauchen, dann okay. Tinkerbell ist älter geworden! No! Warte, die können da auch zusammen drauf, ne? Raya und Raphael. Oh, das wäre süß. Ach, wie süß. Keine mehr. Ich mache mal nebenbei noch ein paar Einzelfotos. Süß! So, dann machen wir mal wieder die Lichter auf automatisch. Ach, ich liebe sein Zimmer sehr. So, und dann darf er gerne einen Edelstein schleifen. Wir nehmen mal so einen turmförmigen in Saphir, weil er mag ja blau. Oh, da hat noch jemand Geburtstag. Ich sehe das. Ach, Mann, alle werden alt. Oh, ich glaube, das haben wir mal als Belohnung bekommen von dem Job, oder? Jetzt hängt's hier. Der sieht cool aus. Ich habe übrigens herausgefunden, ich randomize ja immer diese Vorlieben und so. Und mittlerweile ist das dann nicht mehr ein Ding pro Kategorie, sondern es ist wirklich ein bisschen random, dass halt mehr Punkte verteilt werden, weil sonst war es immer so, okay, eine Farbe, eine Fähigkeit, eine Sim-Charakteristik. Und jetzt ist es halt so ein bisschen mehr verteilt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wie spannend. Er möchte mit niemandem flirten, aber mit Männern und Frauen Dinge tun. Vielleicht ein bisschen aromantisch, der Junge. Aber süß. Ich glaube, das wird doch noch ein bisschen schwierig, das abzuschließen mit ihr. Weil sie hat jetzt auch nur noch 3 Tage. Wo ist dein Kristall? Er ist noch nicht fertig. Oh, okay, sie ist selbstsicher. So, und jetzt muss sie lernen, Fahrrad zu fahren. Deswegen, let's go, geh raus. Ich glaube an dich. Level 2 hat er schon. Achso, und seine alte Geige können wir natürlich verkaufen. Yay! Den stellt er sich natürlich hier hin. Ist doch klar. Und dann kann er natürlich weiter üben, Geige zu spielen. Weil das ist ja irgendwie sein Ding. Okay, sie hat noch was gemacht. Heute ist einfach der Tag der Archäologie. Ich meine, damit macht sie ja dann letztendlich auch gut Cash. Weil ich werde die Sachen dann alle vor der nächsten Generation noch verkaufen. Außer es gibt ein paar coole Sachen, die wir behalten möchten. Und dann haben wir natürlich auch mehr Möglichkeiten, um hoffentlich mal ein bisschen mehr Geld zu haben beim Start einer neuen Generation. Wäre ja mal ein Traum. Und dann kriegen wir nur so 1%. Aber dann haben wir ja trotzdem wenigstens mal ein bisschen mehr, als wenn wir jetzt 1% hätten. Also, man muss es immer so und so sehen. Level 4 der Geigenfähigkeit, sehr schön. Und sie ist hier auch schon richtig am Start. Ich finde das schön, er ist hier nebenbei am Arbeiten gewesen. Also, bei Geigenmusik, also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. So, ich würde gerne den Klospeicher leeren. Das ist ein bisschen disgusting. Nee, aber ich bin richtig Fan von seinem Zimmer. Da ist eine Fälschung bei. Gibt uns trotzdem Geld letztendlich, also ist es mir egal. Hier steht ein Girl vor unserer Tür, die Teenagerin ist. Might just say hello to her. Warum ist sie traurig? Sie ist ein Werwolf. Aber wir können ja trotzdem mit ihr reden. Kann ja nicht schaden. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Süß. Okay, gute Nacht. Könntest du bitte nicht in Pfützen spielen? Weil dann wirst du ganz schnell wieder dreckig und dann müssen wir schon wieder baden. Und wir baden gefühlt 5-mal am Tag. Oh mein Gott, sie ist so müde. Fahrradfahren ist schwer. Och, Maus. Du machst das schon toll. Oh, Raumfahrtstechnikfähigkeit. Let's go. Zu viel Information. Same. Okay, verstehen sich auf jeden Fall ganz gut. Ist ja eigentlich auch ganz süß. Und sie wird gern schlafen, kann aber nicht.
Hey Raphael, du bist so berüchtigt, dass einer meiner skrupellosen Freunde dich gerne treffen möchte. Ich würde gern wissen, wer. Diese Frau, von der wir nicht so richtig wissen, wer sie ist, verlobt sich anscheinend gerade. Let's go. Okay, und diese Teenagerin geht. Sie hat seine Hausaufgaben zu Ende gemacht. Jetzt würde ich ihn noch gerne in eine außerschulische Aktivität stecken. Die Theater-AG wäre so gut gewesen. Aber ich finde, da hätte man dann schon als Kind reinsteigen müssen irgendwie. Er mag ja auch Videospiele und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er trotzdem ins Computerteam einfach geht. Er ist ja kreativ und trotzdem vielleicht auch so ein bisschen nerdy. Deswegen, warum nicht? Programmierfähigkeit, das kriegen wir schon hin. Er ist jetzt ja noch nicht so müde, deswegen übt doch einfach mal ein bisschen Programmieren. Hey, Cosmo kratzt nicht mehr. Er lernt das echt schnell. I'm proud of you, boy. Ich glaube, ihm ist es aber auch wichtig, dass er da halt dann quasi anerkannt wird. Okay, gute Nacht. Cosro ist verschieden. Oh. Das habe ich irgendwie nie kommen sehen. Aber ja, er wurde ja letztens schon zum Senior. Der Arme. Ja, Altersschwäche. Immerhin. Immerhin nichts anderes Doofes. Okay, wir drehen jetzt heute mal und es ist die 75. Übrigens, wenn ich dann endlich das neue Pack habe, was wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern wird, weil ich gerade einfach nicht das Geld habe, dann werde ich auch ein paar neue Sachen hinzufügen. Ich habe mir schon eine Liste angelegt mit Sachen, die ich dann hinzufügen werde. Also, you know. Sei gemein zu dem nächsten Sim, den du siehst. Hey, du da. Vivian Bell. Wir hassen dich. So, und dann sind wir hier nochmal gemein, sagen dann, hey, du bist hässlich. Man kennt es. Okay, die Frau geht jetzt auch, also alles passend. Oh mein Gott, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Nein, nicht Bubba, deine süße Nase wird mir fehlen. Hallo, können wir nicht nochmal darüber verhandeln? Anscheinend nicht. Das ist doch asozial. Jetzt nimm ihn doch auch. Das macht's doch so nicht besser. Keine Meerjungfrauen. Okay. Ah, Boba, no. Oh, jetzt haben alle Angst zu sterben. Und wegen dem Zwischenfall wurde ich jetzt auch gar nicht gefragt, ob ich mit Raphael mit zur Schule will. Das ist gemein. Hauptsache, der Sensenmann bedient sich jetzt an meinen Pflanzen. Sag mal, du hast mir gerade meinen Hund genommen. Vergessene Frage. Wieder einmal ein Test. Raya ist fast fertig, als sie bemerkt, dass sie eine Frage ganz oben übersehen hat. All ihre Antworten sind jetzt falsch nummeriert. Sie will es gerade Lehrerin sagen, als ihr einfällt, dass sie den Test dann noch einmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Ich glaube, sie wird den Fehler trotzdem zugeben. Leistungsverbesserung klein. Yay! Und wir nehmen natürlich an der Schulung teil. Ich möchte kein Stipendium. Rechnung kriegen wir auch noch. Super. Happy Day. Cosro, stopp. Marlin, süß. Ja, geht zum Date. Let's go. Apropos, es gibt ja neue Neighborhood Stories Sachen hier. Genau. Freundschaftliche und romantische Veränderungen sind für mich okay. Ich habe übrigens Pferde retten nur aus, weil die dann immer 5 Millionen Pferde gerettet haben. Aber wir können es ja erstmal wieder ein bisschen anschalten. Ich habe ja nichts gegen Pferde. Weil ich habe persönlich auch noch nie mit einem gespielt. So, du musst jetzt speedy, speedy duschen, weil so kannst du nicht zu deinem Treffen gehen. Du musst ganz speedy, speedy duschen, weil sonst kannst du nicht zu deinem Treffen gehen. Los! Und sie so, ich hole mir erstmal ein Eis. Seltsames Verhalten. Der wichtigste Berater von Marley hat sich in letzter Zeit ein wenig merkwürdig verhalten. Ausweichend, distanziert und geheimnisvoll. Marley macht sich Sorgen, dass er vielleicht zu einer gegnerischen Agentur übergewechselt sein könnte. Soll er seine Vermutung weitergeben oder selbst mit seinem Berater sprechen? Ich glaube, er würde mit ihm reden. Leistungsverbesserung klein. Yay! Oh, er hat kriminelle Kinder, what? Hello, welcome back. Du kannst dann nachher noch mal ein bisschen trainieren mit dem Fahrradfahren und so. Sie fühlt sich so schlecht, oh mein Gott. Ah, super. Jetzt ist der Herd auch noch kaputt. Also es ist einfach ein Traum. Vielleicht machen wir unsere süße Faith mal sorglos. Dann ist sie zumindest nicht mehr ständig angespannt. So, Raphael ist zurück und er hat erstmal einen Mood-Swing. Geh mal kalt duschen. Vielleicht hilft das ein bisschen. Marley ist auch zurück. Dann üb mal weiter. 3.333 Simoleons Rechnung ist auch wild. Fahrradfahren gelernt! Yo! Du bist die krasseste! Okay, wir müssen jetzt nur noch die Mentalfähigkeit hochballern und dann 12 Stunden ohne Bedürfnisabfall schaffen. Let's go! Also es ist nicht unmöglich, aber es wird knapp, glaube ich. Er hat's aber auch zurzeit mit Raumfahrttechnik, ne? Sie werden bald kommen. Überleg dir gut, ob du die Tür aufmachst. Ja. Cosro! Du ruft er aus dem Jenseits an und sagt so, ha, ich hab mich reingelegt. Nee, ich will das nicht ins Inventar stellen. Steht's halt jetzt ein bisschen anders. YOLO. Hallo? Hilfe! Bitte nicht abstürzen. Bitte. Oh mein Gott. Speichern. Oh mein Gott. Sie wurde einfach fast von dem Meteor getroffen. Erstmal schlafen geht sie so. Tschüss. Ich traue mich hier auf dieser Welt nicht mehr.
Würdest du deinem Sohn danach vielleicht noch ein bisschen helfen? Das wäre super nett von dir. Ich meine, er ist zwar auch fast fertig, glaube ich, aber trotzdem. Ein bisschen helfen schadet ja nicht. Meinetwegen sei ordentlich, wie die alle hintereinander Geburtstag haben. Das ist ja so lustig. Aber ich bin trotzdem nicht bereit dafür. Yay, er hat's abgeschlossen. Oh, Raya hat einen Albtraum. Girl. Och, Mann. Ich würde an der Stelle aber auch den Part beenden. Beim nächsten Mal steht wieder viel an. Denn zum einen wird Raya zur Teenagerin. Wir versuchen das Bestreben noch irgendwie abzuschließen, auch wenn es knapp wird. Und wir werden Raphael mit zur Schule begleiten, wenn das funktioniert. Ich bin sehr gespannt, wo uns das hinführen wird. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt für das Let's Play, für Dinge, die wir zum Dokument hinzufügen können, für die Story, für alles, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!